Gestern drei Rehe bekommen vom Gut Schrittschweig und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie wir die zerlegen. Also ich habe jetzt hier den Rücken da und werde als erstes die Filets unten rausnehmen. Das sind Rehe aus regionaler, aus dem regionalen Forst. Oder? Das ist ein regionaler Forst und der Forst muss immer wieder schauen, wegen der Abrodung und wegen dem Befall, dass die Tiere zu viel wegfressen, ja, muss da immer das Gleichgewicht hergestellt werden. Das ist ein Stammgast von uns, dem gehört dieses Gut. Natürlich mit den ganzen Forstwirtschaft, das ist nicht nur Forst, sondern auch die ganze Landwirtschaft mit da, hängt damit dran. Das ist alles in Bio-Qualität bei denen. Da legst du Wert drauf. Ja, sehr großen Wert drauf. Was ist das jetzt für ein Teil? Das ist jetzt Rücken mit Hals. Das kriegt aber der Kunde so nicht, wenn er in die Metzgerei geht. Das heißt, was kriegt der üblicherweise? Der kriegt es wahrscheinlich ausgelöst. Also man kriegt es vielleicht tiefgefroren, aber nicht frisch. Ja. Also selten. Wenn dann, also musst du es am Viktualienmarkt und dann ist es aber auch unbezahlbar. Wichtigstes Handwerkszeug? Scharfes Messer, Ausbeiner, ganz scharf. Bei am Reh ist jetzt nicht so viel dran. Da muss man dann schauen, wenn man die Silberhaut dann entfernt, dass das wirklich gut weggeht. Kein Sägemesser? Nein, eignet sich überhaupt nicht dazu. Und dann schabe ich da an dem Knochen immer entlang, dass ich so wenig Fleisch wie möglich am Knochen lasse. Das ist halt, Wild ist halt immer ein bisschen schwierig, weil durch das trockene Fleisch hat man dann immer dieses feste Blut an den Händen hängen. Das muss man jetzt auch ein bisschen mögen, aber mir Koch, mir macht das jetzt nichts aus. Was ist für dich der Vorteil von Wildfleisch im Vergleich zu Schwein oder Rind? Die Vielseitigkeit, was du damit machen kannst. Es sind auch nicht so Riesenstücke, also da weißt du, wenn du ein ganzes Rindviech hast, das musst du auch erst einmal loswerden. Und beim Reh und Wild, erstens mal, das ist wunderbar zart, gerade der Rücken hier. Und der Eigengeschmack, ich liebe den Eigengeschmack. Die Silberhaut muss man rum weg. Weil sonst wölbt sich das Fleisch beim Braten. Aber es hat keinen Einfluss aufs Zähes, oder? Ja, aber ich würde es jetzt nicht dran lassen wollen. Es gibt schon Leute, die das eventuell dran lassen, aber wir lassen es nicht dran. Das ist aber auch das Mühsamste, ne? Ja. Gibt es da Tipps, wie man da vorgeht? Ohne zu viel Fleisch wegzuschneiden? Ja, manche drehen es andersrum und machen einen so einen Schnitt, aber das ist immer dann gefährlich, weil wenn ich mich verschneide, dann ist mein ganzer Rücken ruiniert. Rehrücken in der Größe, wie viele Portionen ergibt ihr? Ich wiege die ab, hier auf 180 bis 200 Gramm maximal. Das wären 2,5 Portionen. Und von dem Endstück, das nehme ich gern her, dass ich es im Brotmantel mache oder im Tramezzini-Mantel und fülle das noch mit eigenem Fass und mache vielleicht ein Mangoldblatt mit rein, damit ich ein bisschen einen farblichen Kontrast habe. Was machst du mit den Resten hier? Schmeißt du das weg? Nee, die brate ich dann, also die Knochen werden klein gehackt und das röste ich dann. Das haben wir heute in der Früh schon mal hier gemacht. Da sind die Knochen dann klein gehackt. Aber das kannst du jetzt wirklich nur für Soße mit hernehmen, da kommt das mit rein. So, das ist jetzt praktisch so. Ich habe da heute natürlich in der Früh schon auch alles hergerichtet. Das schaut dann original so dann schön aus. Die Filets ist geputzt. So. Da ist jetzt nicht viel dran. Also bleibt uns nichts mehr. Und das übrig entweder für Terrinen, Sülzen, oder man macht es im Brotmantel.